الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, heute ist inshallah die 22. Nacht des Ramadan und wir befinden uns in den letzten 10 Nächten des Ramadan. Und das ist inshallah eine große Gnade für uns, dass Allah uns die Möglichkeit gegeben hat, diese Zeit zu erreichen, weil sie eine gesegnete Zeit ist. Allah sagt im Koran, wal fajr wa layalin ashar, beim Fajr und bei den 10 Nächten. So, meine lieben Geschwister. Und das Thema, wie ihr wisst, ist: Wann ist Laylatul Qadr? Wann ist Laylatul Qadr? Und hier meine Frage an euch: Wann ist Laylatul Qadr? Ich habe gestern schon darauf geantwortet und am Ende war jemand immer noch unzufrieden und meinte, ich hätte nicht darauf geantwortet, obwohl ich es mehrmals beantwortet habe. Wann ist die Laylatul Qadr? Und dann kommen wir darauf zu sprechen, was das Besondere an der Laylatul Qadr ist, wie wir die Laylatul Qadr verbringen sollten. Wann ist es? Es gibt keinen genauen Termin, Tag. Letzten 10 Tage, höchstwahrscheinlich 27. Genau, ganz genau. Die letzten 10 Nächte, in Ungarn, der letzten 10 Nächte ist Ramadan. Okay, super, alles klar. Um genau zu sein, ist es eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, wann die Laylatul Qadr genau ist. Definitiv im Ramadan, am wahrscheinlichsten, den letzten 10 Nächten von Ramadan, wahrscheinlicher die ungeraden Nächte der letzten 10 Nächte und am allerwahrscheinlichsten die 27. Nacht des Ramadan. Also, am wahrscheinlichsten 27. Nacht des Ramadan. Am zweitwahrscheinlichsten eine der geraden Nächte der letzten 10 Nächte von Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Dann eine der letzten 10 Nächte und viertens eine Nacht im Ramadan. Warum das Ganze? Okay, wie kommen wir darauf? Alles klar. Ich erzähle euch erstmal etwas aus dem Koran vor, was uns ganz klar sagt, dass diese Nacht in den letzten 10 Nächten von Ramadan ist. Okay? Dass sie ganz klar im Ramadan ist, diese Nacht. Allah sagt, wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Das ist der Koran, wurde in der Nacht der Bestimmung herabgesandt. Ich habe schon gesagt, heute ist die 22. Nacht. Wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Ja? So, das ist in Sure 97. Das heißt in der Laylatul Qadr. Dann lesen wir in Sure 2, Vers 185, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Der Shahru Ramadan, in dem der Koran herabgesandt wurde. Das heißt, die Laylatul Qadr, der Koran wurde in der Laylatul Qadr herabgesandt, nach Sure 97 und nach Sure 2, Vers 185 im Monat Ramadan. Das heißt, die Laylatul Qadr befindet. Bruder, ich bin doch gerade einen Vortrag am machen. Du fragst jetzt, warum weiß man das nicht, wann es ist? Was denkst du denn, was ich jetzt hier gerade mache? Das ist gerade ein Vortrag, Leute. Immer mit der Ruhe. Wir sind doch gerade bei einem Vortrag. Ihr seid wie so in der Klasse, man ist gerade was am Erklären, man fängt gerade mit einem Thema an und dann fängt schon jemand an, nach hinten zu springen. Ich fange doch gerade an, den Koran rauszunehmen und die einzelnen Sachen genau zu erklären. So, das heißt, wir wissen schon mal vom Koran klar und eindeutig, dass es im Ramadan ist. Nee, nicht Sabbat, man muss den Leuten auch Bescheid sagen können. Man darf sich nicht verhalten wie im Kindergarten. So,
Das ist also vom Koran her, wann Laylatul Qadr ist. Okay? Im Ramadan. Klar und deutlich. Jetzt ist es folgendermaßen. Es gibt verschiedene Hadithe über das genaue Datum, wann Laylatul Qadr ist. Zum Beispiel in Bukhari, zum Beispiel in Sunan Abi Dawud. Hier ist zum Beispiel ein Hadith in Bukhari, an Ibn Umar radiallahu anhu, أن الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواترت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. Also das heißt, ich habe gehört, dass einige von euch, ja, die im Traum gesehen haben, dass in den letzten sieben Nächten ist, das in den letzten sieben Nächten ist, so soll der, der nach ihr sucht, in den letzten sieben Nächten suchen. Dann von Muawiyah ibn Abi Sufyan, qala Sufyan radiallahu anhuma anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi Laylatul Qadr Laylatu sab'i wa ishrin, die 27. Nacht. Die 27. Nacht. Jetzt sehen wir, es gibt noch viele. Dann gibt es zum Beispiel einen Hadith, der sagt: Faltamisuha fi tasi'ati wa sabi'ati wa al-khamisati. Sucht sie am 9., am 7., am 5. So, das heißt, wir haben klare Aussage über den Ramadan. Wir haben klare Aussage über den anderen Hadith, wo er sagt: Sucht sie in den letzten 10 Tagen. Dann haben wir Aussagen, die sagen 9., 7., 5. Dann haben wir Gelehrte und andere Hadithe, die darauf hindeuten, auch die ungeraden Nächte. Das heißt, wir haben verschiedene Aussagen. Wie kann man das genau verstehen? Okay, erstmal, was sagen die Gelehrten dazu? Imam Malik und Ahmed bin Hanbal sagen, die 27. ist Laylatul Qadr. Imam Shafi'i sagt, die 21. ist Laylatul Qadr. Dann gibt es noch einige andere Meinungen. Warum kommt man auf die verschiedenen Meinungen? So. Die einen, man könnte zum Beispiel aus den Hadithen verstehen, dass er zuerst ein begrenztes Wissen bekommen hat, in den letzten 10 Tagen, in den ungeraden Nächten, und am Ende sagt die 27. Ah, die 27. ist klare Aussage. Man könnte aber auch verstehen, der Prophet a.s. hat 9 Ramadan gemacht. Im zweiten Jahr nach Hijra fing es an. Zweite Jahr, dritte Jahr, vierte Jahr, fünfte Jahr, sechste Jahr, siebte Jahr, achte Jahr, neunte Jahr, zehnte Jahr. Okay? Und das ist das, was einige Gelehrte sagen, wie Ibn Hajar, dass sich die Laylatul Qadr auch von Jahr zu Jahr verändern kann. Das heißt, sie muss nicht unbedingt an einem bestimmten Tag sein, in jedem Jahr. Das heißt, es fragt vielleicht einer in diesem Jahr und dann sagt er 29, 27, 25. Und es fragt einer in einem anderen Jahr. Versteht ihr das? Und dann sagt er 27. So. Deswegen, um darauf hinauszukommen, es ist nicht ganz sicher, wann es ist. Aber es ist im Ramadan, in einem der letzten 10 Nächten. So. Jetzt, warum hat Allah das etwas offen gelassen? Warum hat Allah das etwas offen gelassen? Was ist die Weisheit dahinter? So, da sagt Sheikh Uthaymeen zu, dass dies eine Motivation ist für den, der sie sucht und aktiv darin ist. Denn der Faule wird sagen, ich werde nur die eine einzige Nacht von diesen Nächten stehen, um dort zu beten. Das heißt, ah, okay, 27. ist es, alle anderen Nächte mache ich nichts. Aber der, der richtig motiviert ist, was macht der? Der sagt sich, komm, alle zehn Nächte, jetzt die 10 Nächte gebe ich nochmal besonders Gas. Ich mache Urlaub von der Arbeit, damit ich morgens nicht aufstehe, sondern abends richtig
in der Nacht richtig Gas geben kann. Damit wir uns richtig anstrengen. Und noch etwas, dadurch macht man automatisch mehr Taten. Was ist das Zeichen von der Leidl Kader? Gestern fragen mich einige Leute, ja, woran erkennt man die Leidl Kader? Erstens, soll ich was sagen? Hat mich nie so interessiert, ehrlich gesagt. Mich interessiert, zu arbeiten. Möge Allah mir Ikhlas geben. Mich interessiert, zu arbeiten in den Nächten. So. Aber es wird gesagt, dass das Wetter relativ gemäßigt ist, ja? Dass der Himmel ziemlich hell ist, ja? Das heißt für die normalen Umstände einer Nacht, und dass die Sonne morgens aufgeht ohne Strahlen. Aber ich sage, gib einfach Gas in jeder Nacht, dann kannst du sicher sein, dass du sie erwischt hast. Und warum wollen wir diese Nacht erwischen? Weil Allah sagt, inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alf shahr. Die Laylatul Qadr ist besser als 1000 Monate. Das heißt, 1000 Monate sind ungefähr 83 Jahre noch, kommen noch was. Das heißt, wenn du diese eine Nacht dich bemühst und stehst im Gebet und bemühst dich, ist es so, als wenn du mehr als 83 Jahre im Gebet gestanden hättest. Was machen Frauen, die ihre Periode haben? Mach Dua, mach Afkar. Zum Beispiel am Tag von Arafat ist man auch in Arafat. Und Arafat ist der beste Tag und Laylatul Qadr ist die beste Nacht. Ja? Und am Tag von Arafat, nehmen wir mal, eine Frau hat ihre Periode am Tag von Arafat. Das ist kein Problem. Die braucht keine Reinheitssamen für den Tag von Arafat. Sie muss Reinheit haben für Tawaf. Sie muss halt nachher für Tawaf und Ifada warten, bis sie dann Tawaf machen kann mit der Abreise. Aber sie macht dann dort was? Sie gibt dort richtig Gas. Sie macht viel Dua, sie macht viel Afkar und so weiter und so fort. Das heißt, sie kann dort richtig ihr Konto auffüllen. Sowohl Mann als auch Frau. Das heißt, Qiyamul Layl in der Nacht beten, Dua machen, Afkar machen. Wo ist der beste Ort für Dua? Das können die Koraniten nicht wissen. Der beste Ort für Dua ist Sujud, weil mit dem Gesicht auf dem Boden ist. Oder wenn man die Hände zum Himmel hebt. Oder am Ende nach dem Tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu wa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Und jetzt machst du Dua. Kann man die Dua auch auf Deutsch machen? Ja, die Dua kann man auch auf Deutsch machen. Man muss sie nicht auf Arabisch machen. Die spezifischen Texte vom Koran muss man auf blöd verkaufen hier oder was. Die verschiedenen Texte, die zum Gebet dazu, muss man auf Arabisch lernen, aber ansonsten kann man den Koran Innaka Hamidun Majid, nicht Himdun, Hamidun Majid. Innaka Hamidun Majid. Ja, Bruder, Hamidun Majid, aber achso, du meinst Hamidun Majid oder Hamidun Majid? Guck mal, das ist beim in eine Tajwid
Regeln. Ja? Zum Beispiel ein N, wenn danach ein M kommt, dann geht dieses N oft in das M über. Du kannst es aber so oder so sagen. Wie bei beispielsweise im Koran. Zum Beispiel, Fijidiha Hablun Mim Messet. Min Messet. Aber wenn das mit Tajweed liest, heißt es Fijidiha Hablum Mim Messet. Geht das über? Kannst du so und so sagen, ist gar kein Problem. Kannst du so sagen oder kannst du so sagen? Kannst du wie mit diesen Tajweed-Regeln sagen oder kannst du so sagen, wie es im normalen Arabisch ist? Ja? Weil eigentlich heißt es Hamidun. Hamidun. Ja, so. Auf jeden Fall. So. Das heißt, man nutzt einfach diese Zeit, um richtig Gas zu geben. Jetzt hat eben jemand gefragt, ja, wenn man 83 Jahre was gemacht hat, braucht man ja nichts mehr zu tun. Erstmal, der Gläubige möchte so viele gute Taten wie möglich haben. Vor uns, die Umman, die Gemeinschaften haben längere Zeit gelebt und wir können, wie wenn man am nächsten Tag steht, sagt, okay, ich habe 83 Jahre was gemacht, was gut war, außerdem ist es nur eine Sunnah-Tat. Keine Pflicht hat. Die Pflichten bleiben trotzdem erhalten. Heißt ja nicht, okay, ich habe jetzt 83 Jahre, über 83 Jahre, besser als 83 Tage gebetet. Ach ja, dann mache ich jetzt nichts mehr. Das ist nicht die Einstellung von einem Gläubigen. Was sagt der Gläubige? Was sagt der Gläubige? In dem wollen sich die Wetteifernden wetteifern. In diesem wollen die Wetteifernden wetteifern. Das heißt, ich will dieses Jahr 83, über 83, nächstes Jahr, danach das Jahr immer weiter. Wenn du das 10 Jahre gemacht hast, hast du über 830 Jahre Ibadah gemacht und stehst damit vor Allah subhanahu wa ta'ala. Außerdem, wie gibt einem die Garantie, dass die Ibadah angenommen werden? Der Gläubige muss immer zwischen zwei Flügeln sein. Liebe und Furcht. Liebe und Hoffnung. Hoffnung und Furcht. Hoffnung auf den Lohn, Furcht vor der Bestrafung. Und so müssen wir arbeiten. Okay, der Bruder, ihr müsst einfach auf mich achten, nicht auf die Kommentare. Gut, meine lieben Geschwister, dann wünsche ich was. Genau, man muss immer besser werden, man muss immer das Beste geben. Ich wünsche euch was, liebe Geschwister. Gebt Gas in dieser Nacht. Am besten ist es übrigens im letzten Drittel der Nacht. Und wenn man die ganze Nacht Gas gibt, da ist natürlich nichts gegen auszusetzen, inshallah. Ich wünsche euch was. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Das letzte Drittel der Nacht, Bruder, wann ist das letzte Drittel der Nacht? Die Nacht fängt an, wann? Maghrib. Die Nacht hört auf mit was? Fajr. So. Und das teilst du einfach durch in drei Teile ein und das letzte Drittel davon ist das letzte Drittel der Nacht. Das heißt, ein, zwei Stunden vor dem Suhur, beziehungsweise vor dem Fajr-Gebet, ist definitiv das letzte Drittel der Nacht in der jetzigen Zeit. Okay, meine lieben Geschwister, ich wünsche euch was. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.